Hallo, willkommen, ihr Lieben, zurück zu einem neuen Part Final Fantasy Pocket Edition HD. Ja, ich krieg's auf die Reihe. Wo könnte der Regal ja nur sein? Wir müssen ihn finden, bevor wir nach Artesia fahren. Ja, unbedingt. Zweifellos. Wir können ohne den Regal ja nicht mal nach Artesia fahren. Leute, das übernehmt ihr besser. Nein, du kommst mit. Wir sind in der Forshaw-Höhle, oder wie man sie auch immer ausspricht. Um den letzten Runenstein zu finden. Ich bin froh, dass das hier alles sehr geradlinig verläuft. So muss ich nur ein bisschen kämpfen. Gut, ich werde trotzdem rumlaufen müssen und Sachen suchen. And I have nothing new for me. Ist ziemlich eng. Ja. Das könnte gehen. Ich glaube, ich hyperventiliere gleich. Alles gut. Gut, wie ist Gladio da durchgekommen? Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Na gut, ich habe hier so gerade von Hips. Verschwinde, genau. Ich finde es ja immer noch ganz doof, dass Ignis hier nicht bei Noctis die ganze Zeit ist wie im Hauptgame. Ich vermisse das. Nee, es ist Gladio. Wartet mal. Nee, oder? Igitt. Diesmal gebe ich die Befehle. Lass uns einfach ganz kurz. Gute Idee. Wunderbar. Blitzbomben. Das hat gezwiebelt. Ah, der steht da noch, das geht. Kacke, es ist explodiert. Mist, der andere hat's. Klingt, als würde es dir blendend gehen. Genau. Der andere hat sehr volle Kanne erwischt mit dem Eis. Den anscheinend nicht so. Na, guck da. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Yay! Da bin ich aber gespannt. Zu dann von Gongu Schafsmilch. Das stand also wirklich auf der Karte. Willst du mich eigentlich rollen? Da oben ist es, Alter. Nee, ich hätte das. Oh, das war so dumm. Ich hätte das eben gar nicht irgendwie abbrechen müssen, sondern einfach auf die Karte gucken. Was ist falsch mit mir? Jasmin, nichts ist falsch mit dir. Du bist halt ein bisschen. Du willst alles zu schnell machen und nicht zu viel Zeit verschwenden. Würde ich nicht aufnehmen, hätte ich auch noch länger geguckt, aber ich will halt eure Zeit nicht verschwenden, obwohl ihr ja durchaus das Video skippen könnt. Oder, wie ich es manchmal auch mittlerweile mache, das Video schneller laufen lassen. So spart man auch Lebenszeit. Okay, das war cool. Wo könnte der Regal ja nur sein? Wir müssen ihn finden, bevor wir nach Artesia fahren. Ja, unbedingt. Zweifellos. Was verkaufen wir, was? Indeed. Sehr lustig. Boom, vorne ist Feuer, da kann ich mich gleich wieder auftanken. My pleasure. Langsam. Leute, hört ihr das auch? Prompto, bleib hier! Prompto! Hey, antwortet verdammt! Ich hab genug! Was zum Teufel machen wir hier? Da war eine Riesenschlange! Das Viech wollte mich verschleppen! Nein!
Ich sehe da Spinnenweben. Das ist viel schlimmer als eine Riesenschlange. Bam. Gute Strategie. Bin ich nie. Du bist halt der Stratege hier. Der Berater des Königs oder des Prinzen in dem Fall. Prinze Doctis. Ich denke immer drüber nach, meinen Playthrough-Kanal ein bisschen weiterzuführen. Umsonst habe ich das Ding ja nicht. Die Frage ist halt immer, was mache ich? Das ist wie bei der GGU. Es gibt so viele Spiele, die ich habe, und im Endeffekt will ich sie doch alle hier bringen. Eben weil ich sie Let's Playen will. Kommt doch! Jetzt habe ich keinen Zauber. Komm, nicht explodieren. Gut. Sie ist hier irgendwo. Nun zeig dich schon. Beruhig dich. Hier nehme ich mir erst vor, wenn ich hier Zauber noch habe. So, das hebe ich mir auf. Nee, hier oben sollte ich vielleicht noch nicht hin, oder? Doch, hier kann ich hin. Oh. War vielleicht doch nicht der allzu gute, die allzu beste Idee. Der Imp nervt. Der muss mal weg hier. Ich will jetzt meine ganzen Sachen nicht benutzen dafür. Die already! Man kann auch ein bisschen leiser sterben, als hier den sterbenden Schwan zu machen. Ich bin da oben also nur für... Sag mal, Nob, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Art Botin im Auftrag. Haben wir das nicht schon geklärt? Wow. Sind noch ganz andere Sachen für so zaubermäßig. Hier, hier, hier. So. Schimmelfrei. Könnte schmecken. Schimmelfrei könnte schmecken. Schafsmilch, okay. Ich trinke sicher auch keine Schimmelmilch, mein Freund. Kannst du mal hart vergessen, Ignis. So, das heißt, dass Jasmin immer auf die Karte gucken, sonst... Ich frage mich, ob hier drinnen auch irgendwelche Kaktoren sind. Und ob es gerade mattert, dass ich hier lang... Nee, das wird eigentlich keinen Unterschied machen. Da ist sie! Lager. Macht sie platt! Macht sie platt! Schnell, knockt! Wieso? Mir hat sie nichts getan. Eine übelst mächtige Aura. Schuppiger.
Den Scheiß habe ich dir entrissen. Noctis, geh doch bitte mal. Oh, spinnt er wieder rum, dass ich nicht bewegen kann? Mein Anfang ist Ignis tot. Jetzt ja. Ich komm klar. Zurück. Ich bin dran. Alles klar. Los. Neue Formation. Na ja, das halt alle. Na los. Jungs, im Gift stehen ist genauso unvorteilhaft, wie wenn die Spinne ihren komischen Angriff macht. Da ist die KI saudumm. Geh da weg. Zeig mir, was du drauf hast. Vergiftet oder was? Uns nicht im Stich. Tut mir leid. Häng dich mehr. Alles klar bei dir? Ich komm klar. Ich muss mich eigentlich gar nicht wirklich heilen, weil ich geht es immer noch. Mir geht's auch nicht gerade besser. Radius weg. Am Boden sitzt der König sein Schild nicht viel. Meint ihr mich? So, down. Was für ein Kind denn? Also keine Ahnung. Soll sie doch besser auf ihre Brut aufpassen. Könnte von mir sein, der Spruch. Wir nicht noch ihr Kind. Du, ich hätte vor ihrem Panz erst recht keine Angst, wenn sie schon so, ich sag mal, schwach ist. Da müsste das Kind ja total OP sein. Und Iggy, du solltest nicht stöhnen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Gefunden. Egal, ob in Englisch oder Deutsch. Ja, ist okay. Das ist also die Kraft des Donnergotts. Hatte er gedacht, gegrillt zu werden? Manche Götter sind offenbar freundlich. Aber auch nur manche. Arme Luna. Du kannst dich bald persönlich bei ihr bedanken. Nach unserer Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Ja. Hurray, abgeschlossen. Hey, der Regen hat aufgehört. Vermutlich war das Ramus Rufen nach Noct. Hört ihr das? Was ist das? Das Ding ist ja noch größer als die letzte Basis. Ja? Noctis? Der Regalia. Ja? Er ist offenbar in der Niflheimer Basis. Das wird schwierig. Mit imperialen Kampfmaschinen kenne ich mich leider nicht halb so gut aus wie mit Autos. Lass gut sein. Wir kümmern uns drum. Ja, bist du dir sicher? Ja, bin ich. Also dann, ciao. Wer war's? Das war Sydney. Was? So kannst du doch nicht mit ihr reden. Siehst du doch, ich kann. Hat sie den Regalia gefunden? Ja, in einer Niflheimer Basis. Na toll. Davon lassen wir uns nicht abhalten.
Wann holen wir ihn ab? Jetzt, sofort. Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich glaube, diese Basis hätte schon viel eher hier ankommen sollen. Der Sturm hat jedoch eine sichere Landung verhindert. Wahrscheinlich sind sie hier, um den Regalia nach Niflheim zu schaffen. Also haben wir Ramu zu verdanken, dass der Regalia noch hier ist. Dann können wir es noch schaffen. Ja, holen wir ihn uns zurück. Jo. Erstmal kriegen wir unsere Punkte angerechnet. Und noch ein paar FP, nehme ich mal an. Ja, gab noch ein paar. Oh, der Chocobo, ja. Bis dann! Ich reite voraus. Nicht so trödeln! Ich gucke euch von hinten zu. Iggy, ich dachte, du reitest voraus. Du bist direkt vor mir, nicht vor den anderen. Sydney ist einfach umwerfend. Nicht schon wieder. Sie hat uns so viel geholfen die letzten Tage. Dabei hat sie sicher Besseres zu tun. Und alles für nichts. Hätten wir bloß den Leihwagen angenommen. Ein Leihwagen ist kein Regalia. Stimmt. Das wäre nicht dasselbe. Und Sydney weiß sich zu helfen. Ob sie wohl bald wieder anruft? Klar. Nur leider nicht so schnell, wie du es dir wünschst. Leihwagen hin und her. Ihr hättet einen fahrbaren Untersatz, Jungs. Gut, mir wäre es auf so einem Chocobo reiten auch lieber, als in einem Auto zu sitzen. Ist auch umweltfreundlicher. Dann sage mir jemand, ich würde nicht auf die Umwelt achten. Oh, ich reite neben Ignis. Ich würde ja lieber auf Ignis reiten. Was machen wir dann? Ignis. Ich darf das Video wieder ab 18 schalten. Nicht für das Schicksal sprechen. Geht sicher darum, das Imperium zu plätten. Wollen wir wetten? Ha, nichts lieber als das. Schubidubidubidu. Er springt doch von alleine, ich muss gar nichts machen. Verdammt. Was soll das? Iris? Geht nicht ran. Versuch's halt nochmal. Keep trying, Gladio. Wo reitet ihr überhaupt hin? Was sagst du dazu, dass nicht nur deine Ahnen, sondern auch die Götter dich mit allen Kräften unterstützen? Ziemlich genial. Das Imperium hat keine Chance gegen uns. Ja, unsere Aussichten haben sich in der Tat verbessert. Sie ist schon total knuffig hier. Chocobos eben. Oh, bin ich gespannt, wie die im Remake aussehen. Im Final Fantasy VII Remake. Ich wüsste zu gerne, was Nocts Bestimmung ist. Hat sicher irgendwas mit den Göttern zu tun. In alten Prophezeiungen steht etwas davon geschrieben, dass der König mit den Göttern das Dunkel vertreibt. Momentan tappen wir eher im Dunkeln. Weil man hat die Chocobos noch nicht gesehen in den Trailern von 7, denke ich. Kannst du Iris nicht erreichen? Ja, obwohl sie auf meinen Anruf warten sollte. Ob ihr was passiert ist? Mal bitte den Teufel nicht an die Wand, Ponto. Braver Junge. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Bis bald, Kleiner. Ja, immer wieder gern. Beinahe eine richtige Festung. Wie kann sie mit diesen soliden Mauern überhaupt fliegen? Unglaublich. Die Mauern sind Überbleibsel eines früheren Krieges. Das Imperium nutzt sie, um seine Basis nach außen hin zu verstärken. Wir brauchen einen Plan. Die Chocobos stimmen zu. Ah, die sind alle hier. Geht ihr etwa mit Zelten? Hä?
Moment mal, ich jetzt? Moment, da liegt noch ein Item. Ja, gut, man weiß ja, dass die mitzählten. Das sieht man ja auch beim normalen Spiel. Aber das ist echt cute jetzt. Jetzt kommen die wirklich hier mit her. Oh, süß. Jetzt gibt's wenigstens auch nicht nur Toast, sondern was Richtiges zum Essen. Ich stehe hinter Iggy, ich helfe. Ach Gott. Na, da haben wir doch das Essen. Herzhafter Gemüseeintopf. Ja. Sieht verdammt lecker aus. Da würde ich wieder verhungern. Das ist doch Noctis gar nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass Noctis das ist. Gut, Iggy zuliebe würde ich es mal probieren. Ignis, irgendeine brillante Idee? Ein Frontalangriff ist ausgeschlossen. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen die Basis nachts infiltrieren. Im Schutz der Dunkelheit fallen wir nicht so leicht auf. Und jetzt? Sammeln wir Informationen zur Basis. Wir sollten herausfinden, wo der Regalia verborgen sein könnte. Sobald wir genug wissen, arbeite ich eine geeignete Strategie aus. Klingt nach einem Plan. Endlich holen wir uns unseren Regalia zurück. Ich habe eine Schwäche für die schlauen Jungs. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Lasst uns mit äußerster Vorsicht vorgehen. Bei Tagesanbruch ziehen wir uns zurück. Ja. Selbst wenn wir den Wagen bis dahin nicht gefunden haben. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Und darauf die Gefahr hin, dass der nächste Part etwas sehr kurz werden könnte. Ich könnte jetzt weitermachen. Ich weiß nicht mehr, wie lange es geht. Beende ich hier mal und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Final Fantasy XV Pocket Edition HD. Bis dahin, Lieben. Keep on playing.